herzlichen Dank für die Einladung, diesen Talk zum wichtigen Thema Kunst und Konsum heute im Jelmoli zu moderieren. Ich begrüße auch von meiner Seite schon mal alle Gäste, die hier sind, auch viele Gesichter, die man kennt, das freut mich natürlich. Mit dabei heute Abend ist Daniel Mettler von Wiedemann Mettler, Pascal Wiedemann, auch von Wiedemann Mettler, dann die Nina Müller, CEO von Jelmoli, und Erhard Schwendimann, Chief Strategy Officer von Sales. Ah, Chief Sales. Strategie sitzt neben mir. Sales ist auch Strategie. Dann, Nina, darf ich das Wort gerade an dich geben zur Begrüßung der Gäste? Ja, ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen hier im Jelmoli. Eine Veranstaltung, auf die wir uns wahnsinnig gefreut haben. Der Höhepunkt eigentlich aus unserer aus der Zusammenarbeit mit Pascal und mit Daniel. Und ich freue mich, dass du uns für uns moderierst. Ich hoffe, wir haben alle was Gescheites zu erzählen. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und dass Sie verwöhnt werden und einen spannenden Abend bei uns genießen können. Schön, dass ihr da seid. Ja, dann fangen wir gleich an. Das Thema ist Kunst und Konsum und dieses Thema ist ja absolut virulent. Die zeitgenössische Kunst ist extrem populär geworden, eine Art Unterhaltungsmaschine, kann man fast sagen. Künstler zu sein ist heute ein absoluter Traumberuf. Ergo, es gibt heute mehr Künstler, mehr Kunstwerke, doppelt so viele Auktionshäuser etwa wie noch vor 20 Jahren und auch mehr Kunstmessen. Eben früher wollten die jungen Leute Rockstar werden und heute wollen sie Künstler werden. Aber die Kunstwelt ist auch durchlässig geworden. Also man findet die Kunst nicht nur im Fight Cube der Galerie oder im Museum. Kunst findet man zum Beispiel eben auch im Warenhaus und zum Beispiel in Jelmoli. Ihr habt sicher auch oder eventuell das blaue Krakelmonster beim Eingang Urania-Straße gesehen, je nachdem, wie ihr hier in den Jelmoli eingetreten seid. Und es ist Ihnen eben auch schon aufgefallen, dass das etwas anderes ist, nicht was man sich sonst vom Jelmoli oder vom Warenhaus gewohnt ist. Es ist dieses blaue Monster, das sich quasi um das Gestell windet und ganz, ganz viele Produkte beherbergt, die meisten davon auch beschriftet. Die Intervention ist von Wiedemann Mettler und sie trägt den Titel Richtig, und zwar Richtig mit einem weichen D, und ist ein Werk eben des Künstlerkollektivs. Es sind zwei, aber ihr nennt euch Künstlerkollektiv Wiedemann Mettler. Also beginnen wir vielleicht ganz beim Anfang. Wie ist es dazu gekommen? Was war die Initialzündung vielleicht gerade von Seiten Jelmoli? Ich glaube, Erhard, du warst hier auch involviert. Ja, ich glaube, ich war da an einem der ersten, das war mal ein Abendessen mit dem Daniel und mit der Pascal. Und die Pascal hat eigentlich immer gesagt, sie möchte gerne mal in einem Schaufenster von uns sein und irgendwas machen. Mhm. Stricken, was auch immer und so. Und das habe ich dann so ein bisschen mitgenommen und so. Und dann hat man darüber gesprochen und dann ist so langsam so eine Idee entstanden, oder man hat mal gesagt, dass das Warenhaus übernehmen, es gibt ja so einen Film da, eine Nacht im Museum und so. So haben sie dann so mal ein bisschen so gesprochen. Und dann habe ich dann irgendwann mal gefunden, jetzt muss ich die Nina mit an Bord holen, weil das könnte doch eine ganz lustige oder spannende Geschichte bei uns werden. Und dann haben wir, glaube ich, mal ein Abendessen zu viert gemacht. Und da habe ich euch gesagt, ja, bereitet euch mal ein bisschen vor, dass ihr da die Nina begeistern könnt und so. Und dann sind die beiden natürlich schon mit einem Konzept gekommen, von der sechsten Etage bis ins Untergeschoss. Genau, ein spontan Pitch und so. Und so ist denn das vor über einem Jahr eigentlich entstanden. Das Abendessen ist erst nachher passiert. Getroffen haben wir uns ganz seriös in unserem Konferenzzimmer. Okay. Und dann habe ich die beiden kennengelernt und diese Idee, dass sie das Warenhaus übernehmen, habt ihr präsentiert, und ich habe mich sofort in die beiden verliebt, weil ich glaube, das war die Chemie, die einfach gepasst hat, und mit diesem Treffen haben wir dann wirklich
ja, angefangen und weitergesponnen. Das nächste war dann das Abendessen mit ein paar Flaschen Wein. Das hat auch geholfen. Und ja, mhm. so haben wir die Idee weiterentwickelt, oder ihr habt die Idee weiterentwickelt. Mhm. Ja. Vielleicht von eurer Seite, Daniel, wie war dieser Anfang für dich? Was war die Initialzündung? Also initiiert das Ganze hat eindeutig Erhard. Und dann durften wir Nina kennenlernen und das hat von Beginn weg auch menschlich funktioniert. Das ist ja nicht unwesentlich. Mit dem Konzept gehen wir natürlich immer davon aus, dass wir die Gegenseite zu überzeugen vermögen. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann arbeiten wir daran. Aber so wie das menschlich funktioniert, war ja nicht von vornherein klar. Und das war aber vom Beginn weg. Ich mache mich dann ganz kurz nach dem Abendessen, haben wir Nina hier im Jelmoli abgeholt und mit ihr einen Spaziergang in unsere Galerie an der Limmatstraße gemacht. Das war ein so lustiger Nachmittag. War für mich oder glaube ich für uns beide wie klar, dass funktioniert einfach so. Das ist ja wie die Basis. Aber die Idee, in einem Warenhaus eben eure Arbeiten zu präsentieren, das war ja etwas, was bereits präsent war, irgendwo in eurer Arbeit. Das ist ja nicht etwas total Neues für euch. Also für mich ist es ja so, ich habe ja ursprünglich mal eine Berufslehre gemacht, bevor ich an die Kunsthochschule gegangen bin und habe Schaufensterdekorateurin gelernt in einem Sportgeschäft in Kanton Graubünden. Ich habe lediglich Skischuhe, Langlauf, Schuhe und Trainer dekoriert, also darin bin ich heute noch top. Und ich habe natürlich damals schon so gedacht, wirklich als 20-jährige Frau habe ich gedacht, eigentlich sind ja Schaufenster Museen im städtischen Raum, aber ich würde halt gerne meine Arbeit zeigen und nicht die Kleider oder die Bücher oder die Turnschuhe eines Labels. Und dieser Traum schlummert tatsächlich seit, ja, über 30 Jahren in mir, und ich habe immer gesucht, eine Möglichkeit zu finden, das umzusetzen, und als Erhard endlich die richtige Stelle angenommen hatte und er dann die entsprechende Position erreicht hat, dann haben wir gedacht, jetzt können wir mal nachfragen. Ja, und Nina mit der richtigen Chefin. Ja, genau. Es hat so lange gedauert, bis es endlich gepasst hat, und dann hat es geschnackelt. Nein, super. Nein, also das ist eine Collaboration, die absolut Sinn macht. Worte stehen ja im Zentrum dieser Intervention, und ihr habt ja auch mit den Schaufenstern gespielt. Eben nicht nur die Installation, die ich vorher erwähnt habe im Eingang, sondern es geht auch um die Schaufenster. Und zwar gibt es 19 Jelmoli-Schaufenster, die jetzt keine Waren zeigen, sondern nur ein Wort. Es ist jeweils in Handschrift oranges Neon auf hellblauem Untergrund, und jedes Wort ist maximal 250 cm breit und tanzt quasi im imaginären Warenhimmel. Aber etwas stimmt hier nicht, was stimmt nicht? Ja, es ist eben, wie der Titel eigentlich der ganzen Intervention sagt, es geht darum, was ist richtig und was ist falsch. Und es geht darum, dass Fehler oft viel spannender sind als korrekte Sachen oder Produkte. Und es geht auch darum, die ganzen Regeln, die wir zu befolgen haben in unserem Alltag, ein bisschen wieder mal zu hinterfragen und ein bisschen frische Luft ins Hirn zu lassen und einen Fehler anzuschauen und zu denken, ja, warum nicht? Das könnte ja auch so stimmen. Das sind ja nicht alle Fehler gleich offensichtlich. Also ich sage jetzt mal so exciting oder amazing, das würde mir schon noch passieren, dass ich das auch falsch schreibe. Ich stelle das fest, dass das auch anderen passiert. Bei uns auf dem Stock tausche ich mich jeweils mit einem Südamerikaner aus, der bei Google arbeitet, und er korrigiert mich immer, wenn ich mit ihm Englisch spreche, was ich falsch mache. Realisiere aber in seinen WhatsApp, die er mir schreibt, dass er auch viele Fehler schriftlich macht. Also insofern. Eben, das war auch meine Frage, wie steht ihr zu Schreibfehlern? Ich persönlich bin extrem allergisch auf Schreibfehler. Ich habe auch den Lektorblick. Ich sehe sofort, wenn ein Wort. Ja, also wir bemühen uns schon auch richtig zu schreiben. Das ist schon so. Nein, also wie soll ich sagen? Nein, die Rechtschreibung ist mir sehr wichtig. Und ich bin Legastheniker. Sagt sie immer, ich merke das gar nicht. Ja, weil aber ich vielleicht so gut geübt habe. Okay. Ja, also nein, die Rechtschreibung ist mir sehr wichtig.
Aber diese kleine Verschiebung, die sich eben ergibt, ist ja auch das Interessante. Es ist genau, und fast ist richtig, aber nicht ganz genau, richtig, sondern ein bisschen falsch. Was eben du auch gesagt hast, ja, es ist ja so, dass man die Fehler von anderen Menschen viel eher sieht als seine eigenen. Und ich möchte das auch so im übertragenen Sinn meinen, nicht nur auf einem Text oder in einem Text, sondern es ist ja auch so, es ist immer einfacher, den anderen eben die Fehler des anderen zu sehen als die eigenen. Mhm. Und ich finde, das könnte auch so ein kleiner Hinweis sein in dieser Arbeit. Eben, und die Intervention heißt ja auch richtig, wie ich vorhin gesagt habe. Und ihr habt auch gesagt, als wir uns vorher unterhalten haben, Worte öffnen Gedankenräume und regen zum Denken an. Der Titel ist ein Instrument, das dabei hilft, neben der visuellen Aussage eine gedankliche Unterstützung zu leisten. Also bei euch ist das Wort immer fast gleich wichtig irgendwo wie die Arbeit, Teil der Konzeption, wenn ihr eine Arbeit entwirft. Auch die Titel der jeweiligen Arbeiten, die wir produzieren, sind die Titel extrem wichtig. Also schon über den Titel ist so wie der Einstieg in eine Information, findet bereits über den Titel statt. Mhm. Und ich glaube, dass es ja Schrift generell und Sprache im Allgemeinen jetzt in dieser immer extremer werdenden Vermischung von verschiedenen Sprachen, die wir benutzen, und da wird jedes Wort wird zu einem Objekt. Und wenn sich das Objekt verschiebt durch einen Fehler, verschiebt sich auch der Inhalt. Und ich glaube, das ist sehr interessant, über Worte nachzudenken, weil sie auch für jeden einen anderen Raum bedeuten. Was mir natürlich auch in den Sinn gekommen ist bei diesen Worten, ist die ganze Kultur mit WhatsApp, SMS. Das ist ja auch eine Kultur, die quasi die deutsche oder ja, welche Sprache auch immer, Rechtschreibung nicht immer unterstützt. Genau, ich bin jetzt ja seit einer knappen Woche, bin ich ja jeden Tag von 10 bis 20 Uhr im Verkauf in unserem Shop, im Parterre. Und ich habe wirklich mit allen Menschen zu tun, die da hineinkommen in diesen Laden, und ich kläre die dann gerne auf. Und es ist wirklich sehr interessant, wie auch mit Sprache umgegangen wird. Es gibt Leute, die merken nicht, dass es falsch ist. Es gibt Leute, die meinen, es ist Mundart. Oder es ist Bündnerdeutsch oder Holländisch. Und das finde ich einfach total interessant, dass eben der Umgang mit Sprache in jedem etwas ganz anderes auslöst. Und letztlich haben wir nur eine Sprache, die uns verbindet. Wir hatten auch Feedback per E-Mail von einer Mutter, die mit ihrem Sohn vorbeigegangen ist und gesagt hat, das darf man doch nicht, die Sprache so vergewaltigen. Sie musste ihren Sohn über Stunden beibringen, dass man so nicht schreibt. Ja, ich habe dann eher gedacht, ob das vielleicht ein hochbegabtes Kind ist. Das also Mühe hat. Hast du mit ihr gesprochen? Nein, ich durfte nicht. Es ist besser, wenn ich nicht mit ihr rede. Aber letztlich ist das die beste Reaktion. Ja. Wenn Kunst das tatsächlich noch schafft, die Leute zu einem positiven oder negativen Emotion anzuregen, dann haben wir so viel erreicht. Ja, wir warten ja auch stündlich darauf, dass die Polizei die Fahnen abmontiert. Ah, das war gerade mein nächster Punkt, die Weil Fahnen. Es ja verboten ist, die Landesfahnen in anderen Farben zu präsentieren. Wahrscheinlich hat die Polizei im Moment andere Aufgaben. Genau, ich wollte gerade darauf kommen, weil diese Topologie des Verkehrten wird ja auf dem Dach von Jelmoli weitergespielt, und hier präsentieren sich eben die Fahnen der Schweiz und des Kantons Zürich, anders als gewohnt, nämlich in pastelligen Fehlfarben, was einem natürlich auch seltsam vorkommt, seltsam bekannt, kommt es einem vor. Baudelaire sagt ja, das Schöne ist immer seltsam. Und es ist diese Fremdheit, welches ja auch eine spezifische Qualität von Schönheit ist. Also meine Frage war jetzt gerade an euch beide, wie das mit der Bewilligung ausschaut. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Gut, aber ich meine, wenn man für sowas eine Bewilligung braucht, muss man auch sagen. Wir haben das auch angesprochen, ja. Darf man das überhaupt? Mhm. Wir haben uns dann dazu entschlossen, es einfach zu tun. Nicht zu fragen. Und nicht zu fragen. Es geht ja wirklich bei der ganzen Intervention auch um Irritation. Ich glaube, wir gehen trotzdem sehr respektvoll, sowohl mit der deutschen Sprache oder englischen Sprache oder den Symbolik um. Aber es soll irritieren und zum Nachdenken anregen. Und das hoffe ich, dass uns das so gelingt. Bis jetzt ist noch niemand da gewesen. Ja. Pascal hat mir heute ein Foto geschickt, wie die Fahnen so im Wind wehen. Wunderbar. Ja. Und das ist ja irgendwie, das gefällt uns natürlich an dieser eigentlich kleinen Intervention, dass es eine
total andere Information vermittelt. Mhm. Also durch die wehenden Fahnen im Wind würde niemand mehr darauf kommen, dass das die Zürcher mhm. und die ja. Schweizer Fahne... Ja. Obwohl es kommt einem schon ein bisschen bekannt vor. Man denkt, diese... Haben wir auch schon gesehen, irgendwo, aber eben anders. Genau. Ja. Und wir haben ja damals, als wir, bevor wir die Fahnen produzieren konnten, haben wir von der Firma die Information bekommen, dass sie die Fahnen sehr gerne für uns produzieren würden, aber sie übernehmen überhaupt keine Verantwortung für die folgenden Beschwerden, die ja. darauf ja. eingehen werden. Also, da gibt es noch eine andere Geschichte, da war eben die Mutter mit ihrem Sohn vor dem Fenster und wir haben ja dann verschiedene Produkte von Daniel und Pascal produzieren lassen ja. und dann hat dann wirklich ein Produzent zurückgerufen und gesagt, ja, er würde das schon sehr gerne produzieren, aber da seien überall Fehler drin. Ja. Und zum Glück hat er angerufen und wir konnten und ihn dann aufklären korrigiert. Und er hat sie nicht korrigiert. Ja, genau. Stell dir vor, er hätte sie korrigiert. Genau, und eigentlich ist das, finde ich wirklich auch in meinen täglichen Gesprächen mit den Kunden, ist das, das ist wirklich immer genau die gleiche Geschichte. Ich erkläre, ich sage, es geht darum, was ist richtig und was ist falsch. Und dann ist immer die gleiche Reaktion, dass man einen Moment innehält und sagt, ja, wirklich, und wer bestimmt, was richtig ist? Klar, es gibt Rechtschreibungen, Gesetze, aber ist es nicht viel spannender, wenn es auch wieder mal falsch sein kann? Mhm. Und ich finde auch, dass wir jetzt in diesen letzten 2 Jahren so viele neue richtig und falsch kennengelernt haben. Und ich denke, in vielen Gesprächen lachen wir am Schluss, weil man einfach sagt, wir müssen auch ein bisschen wieder loslassen. Mhm. Und ein bisschen richtig, richtig sein lassen und falsch zulassen und ein bisschen wieder entspannen. Mhm. Also man kann ja sagen, dass im Moment Kunst und Kommerz sich quasi umarmen. Und das ist jetzt hier im Jelmoli so, aber auch generell kommen diese beiden Bereiche einander näher. Ein Warenhaus ist ja ein Ort, wo dem Produkt, also dem Fetisch Ware, gehuldigt wird. Wir wissen aber auch, alles kann heute Ware sein, alles ist Produkt. Das Warenhaus muss den Besucher ja mit Witz, Intelligenz und Unterhaltung überraschen, wenn er Konsum provozieren will. Der Punk-Erfinder und Retail-Erneuerer Malcolm McLaren hat das vor einigen Jahren Shoppertainment genannt, also Shopping und Entertainment, die zusammenkommen. Deswegen meine Frage, eben wie gesagt, Kunst und Kommerz umarmen sich gerade. Meine Frage an Nina und Erhard, was mögt ihr an der Kunst? Was wir an der Kunst mögen? Generell. Ja. Generell ist Kunst ist etwas, das zum Nachdenken anregt. Kunst ist etwas, das Freude macht beim Betrachten, beim Lesen, beim Hören und es löst etwas in uns aus und ich persönlich liebe Irritation und auch jetzt in dem Fall, wie ihr das macht, diesen spielerischen Umgang mit Themen. Ich persönlich, aber es ist eine persönliche Meinung, mit Kunst, die zu sehr belehrend ist, tue ich mir ein bisschen schwer. Also ich, für mich ist Kunst etwas, was für mich irgendwie inspiriert und auch ja. weiterbringt. Soll auch Spaß ja. machen. Ja. Soll Spaß machen. Darf ich da das gefällt ja. mir extrem. Also das ist auch wirklich wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wir möchten nie belehren. Es hat immer so mindestens 2-3 verschiedene Deutungsebenen und das finden wir extrem wichtig. Mhm. Es soll wie eine Auswahl anbieten, wie man es sehen kann. Also man kann es im Prinzip als Produkt ansehen, man kann es als Kunst ansehen, man kann es aufhängen an der Wand, man kann es benutzen. Es hat eben all diese verschiedenen Deutungsmöglichkeiten. Das bringt mich dann eben auch zur Frage an euch, was mögt ihr am Konsum? Da muss ich nicht mich anschauen. Also ich bin der relativ, das kann ich ganz kurz sagen. Du bist der relativ... Das ist mein puristischer Ehemann. Ja. Nein, relativ zurückhaltend nicht, also... Ja, ich mag alles, was Freude macht, was zu viel ist, was üppig ist, was man eigentlich nicht sollte und dann doch tut. Und ich habe schon 7 Pullover, aber der 8. ist schöner als die anderen 7. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich weiß nicht, ob das hormonell bedingt ist.
Es nimmt ein bisschen ab, die Lust. Ja. Und ich finde natürlich auch, der ökologische Aspekt macht ja auch mir ein schlechtes Gewissen. Und ich versuche dann in unserer Arbeit oder mit so Ideen, dass man recyceln kann und neue Dinge oder alte Dinge zu neuen Dingen machen kann. Und wenn man dies sehr klug macht, können die eben auch für ein Warenhaus wieder interessant sein, weil es ist ja nicht so, dass sie... Das ist ein interessanter Punkt, auf den ich nachher auch gerne sprechen möchte. Genau, das ist ja nicht so, dass man nur neue Dinge kaufen muss, sondern es gibt ja immer mehr Ideen, dass man Dinge, die man besitzt, modifizieren lässt und dann wieder mit voller Freude hinausgeht und etwas Neues weiterträgt und neue Informationen bekommen hat über ein Kleidungsstück oder ein Möbel oder was auch immer. Mhm. Und das finde ich interessant. Wenn wir von Konsum sprechen und von Produkten, würde ich auch gerne über die Produkte sprechen, die ihr jetzt hier auch in der Intervention verkauft. Also ihr seid ja Teil des Jelmoli, ihr verkauft. Also übrigens auch an alle, Hidden ist auch ein Teil, quasi ein Mini-Pop-Up-Store aufgebaut, den man sich ansehen kann. The Baby Pop-Up-Store vom Pop-Up-Store. Und es gibt ja quasi, ich sage jetzt mal, es sind Souvenirs, die man kaufen kann, eben Kissen, T-Shirts, Fahnen, Fulas, Mützen, Trinkflaschen, Sackmesser, Stofftaschen, Seifen. Und das ist ja alles extrem schön arrangiert. Es ist auch so, es macht einen an, sich die Produkte anzusehen. Und jedes ist eben auch, jedes trägt eines dieser Fehlwörter, egal ob das jetzt bestickt, bedruckt, eingraviert ist. Und jedes Stück hat natürlich irgendwo das Potenzial zur Disruption. Vielleicht erzählt uns ein bisschen, wie ihr produziert, für welche Produkte habt ihr euch wie entschieden? Ihr arbeitet ja als Paar zusammen, dazu kommen wir auch noch. Wie entscheidet ihr euch für ein Produkt oder wie habt ihr jetzt entschieden, was für Jelmoli auch wichtig ist und was ihr auch verkaufen möchtet? Das zeigt natürlich jetzt so die Freude am ganzen Projekt, so in dieser Zusammenarbeit zwischen Jelmoli und uns. Das war ja anfänglich nicht so gedacht gewesen, dass man so viele Produkte produziert. Das ist wirklich es immer ist größer geworden. Also, danke, André. Das muss ich schon sagen. Man war zu Beginn beim Schaufenster und natürlich hat das Projekt dann diese Vielzahl von Merchandise-Produkten zugelassen. Aber jetzt das genau zu orten, wie und wann was entschieden wurde. Oder vielleicht, wie arbeitet ihr zusammen, wenn es jetzt um diese Produkte geht oder auch dann mit Nina und Erhard? Das also war ja eigentlich ist es ja ein kleines Missverständnis. Ja. Das kann ich jetzt aufklären, weil alles produziert ist. Ich habe gedacht, ich bringe eine Auswahl von möglichen Produkten, die wir zusammen angeschaut und ausgewählt haben. Wir haben gedacht, ja, vielleicht machen sie dann zwei, drei Sachen. Ja. Und Jelmoli hat verstanden, das machen wir. Ein fantastisches Missverständnis. Genau. Ja, ja, und jetzt haben wir tatsächlich ein großzügiges Angebot von sehr. Ja, also das ist wirklich unglaublich. Es zeigt die Zusammenarbeit. Genau, ja. Ich finde, es zeigt. Weil, und das ist etwas, was ihr natürlich ins Haus gebracht habt, es ist ein unglaublicher Optimismus, unglaubliche Kreativität. Und wie wir natürlich diese Produkte gesehen haben, die ihr präsentiert habt, wir konnten uns gar nicht entscheiden, wir wollten alles machen. Ja. Und dann ging es eher, wie finden wir die richtigen Partner, mit denen wir die einzelnen Produkte dann weiterentwickeln. Ja. Also ich muss auch an der Stelle ein riesen Dankeschön an den André und sein Team geben, also unser Einkaufsleiter. André, er hat da unglaublich mit dir zusammengearbeitet. Er hat die letzten 6 Monate sich immer entschuldigt, dass er so einen Saustall in seinem Office hat. Genau, da war ich immer verantwortlich. Er hat ständig die Kollektion dort weiterentwickelt mit dir. Und für mich war es ein bisschen wie ein Kind im Zuckergeschäft. Ich bin immer wieder nach Hause gekommen zu Daniel von diesen Sitzungen mit dem Einkaufsladen und habe gesagt, er hat nicht Nein gesagt. Wir können auch noch rosarote Sweatshirts produzieren. Und das war wirklich so wie, es war wirklich einfach so eine ideale Voraussetzung.
Und ich glaube, das ist schon der Spirit von der Zusammenarbeit mit euch und aber auch von dem, was wir als Jelmoli auch so vor uns sehen, oder? Das sind Dinge etwas anders zu machen, zu überraschen, nicht immer nur den einfachsten Weg zu gehen, sondern wirklich was Neues hereinbringen in dieses alte, ehrwürdige Haus. Wir haben ja vorhin ein bisschen von Konsum und Nachhaltigkeit gesprochen und wir haben ja vor einem Jahr auch mit einem Secondhand gestartet, mit Reawake. Das war zuerst auch so ein Test. Wir hatten keine Ahnung, wie unsere Kunden darauf reagieren würden. Und das war so eine dreimonatige Zusammenarbeit und wir wurden überrannt oder respektive Reawake wurde überrannt und wir haben dann aus diesem Pop-up haben wir dann eine permanente Zusammenarbeit gemacht. Die haben jetzt ein fester Bestandteil von Jelmoli. Wir sehen auch, dass wir dadurch ganz andere Menschen anziehen. Auch diese Secondhand oder Nachhaltigkeit in diesem Gehäuse von Jelmoli ganz eine andere Wirkung oder Glaubwürdigkeit für die Leute hat. Dann haben wir fürs Zürcher Filmfestival haben wir zum ersten Mal einen Kleiderverleih gemacht, also für Abendkleider. Wir hatten keine Ahnung. Rent Your Runway klingt ein bisschen sexier. Was sagst du? Rent Your Runway. Ja, Rent Your Runway, genau, den grünen Teppich. Da hatten wir keine Ahnung, ist jetzt wirklich da ein Bedürfnis da, aber wir haben uns halt so herangetastet und das hat unglaublich gut Angebot. Funktioniert. Ja. Und die möchten jetzt auf die Festtage wieder zu uns kommen. Und dann hatten wir noch ein Secondhand mit den Kids und so. Also wir probieren halt ganz, ganz viele Dinge aus und kommt es gut, ist es wunderbar, dann entwickeln wir es weiter und sonst sind wir gescheiter, wenn wir es probiert haben. Also willst du jetzt die Pascal für die nächsten 12 Monate engagieren? Ich habe mein Täfelchen, was ich beim Portier bekommen habe, ist ja eigentlich meine Zukunft. Langfristige Einsätze. Es ist Mehrzahl. Schön. Also ein Haus mit 24.000 Quadratmeter und 650 Mitarbeitern, können Sie sich ja vorstellen, logistisch ist eine rechte Herausforderung. Und wenn die Pascal dann mit ihrem Fahrrad kommt und da vollen Händen noch mit ein paar Kisten und durch den Haupteingang reinkommt, dann ist schütteln natürlich schon alle den Kopf, weil es gäbe ja dann hinten einen Lieferanteneingang, wo man sich anmelden muss und ausweisen muss und so. Und da drücken wir dann jeweils ein bisschen beide Augen zu und sagen, genau. Ja, alle die Blinden sind jetzt wegen mir mit geschlossenen Augen. Vielleicht noch ganz kurz möchte ich kommen auf das Biografische von Wiedemann Mädelmann. Viele, die hier sind, kennen die Künstler natürlich. Ihr seid ein Paar in Kunst und Leben. Ihr lebt und kreiert zusammen seit über 20 Jahren. Pascal, du bist ausgebildet in Produktdesign und Szenografie. Daniel, du bist ausgebildet als Architekt. Wie kommen bei euch Vernunft und Emotion zusammen? Könnt ihr uns ein bisschen erzählen, wie die Zusammenarbeit funktioniert? Das ist ja ein Challenge, alles zusammen zu machen. Ja, wie kommt Vernunft? Was hast du gefragt? Vernunft und Emotion quasi. Emotion. Ich muss das Mikrofon herheben. Das war schon eine Anweisung von Pascal. Ja, genau. Das ist eigentlich so ein klassischer Slapstick. Ja, also, wie es halt läuft bei uns. Da redet jeder dem anderen und umgekehrt rein. Und es ist immer eine extrem kompetitive Angelegenheit. Jeder will seine Anliegen irgendwie einbringen und dass die natürlich dann auch realisiert, umgesetzt würden. Vernunft und Lust, das ist irgendwie überschneidend. Ich kann da gar nicht sagen, was, wie, wann. Oder dass einer von uns den jeweils wesentlicheren Part für die jeweilige Kategorie einnimmt. Das ist nicht so. Also das macht ihr Sitzungen zusammen? Ja, das Strategiesitzungen, genau. Da müssen wir Statussitzungen. Wir haben auch ein Geschäftsessen, immer im Dezember. Ja. Nein, damit, habt ihr Date Nights und Geschäftsessen? Und damit wir nicht streiten, müssen wir uns wirklich an den Tisch setzen. Und das ist dann so, ich weiß, dass bei Pascal brodelt es dann so, bei mir auch. Und dann nähern wir uns gegenseitig an und das ist dann so wie eine Besprechung, so wie wir das mit Nina und mit der haben. Ja, es ist aber auch, es ist immer ein Dealen. Also es ist auch immer so, wenn du mir das gibst, darfst du für das. Ja. Also ich glaube, die Grundlage ist wirklich eine wirklich große Liebe zueinander. Ohne das wäre es nicht möglich, weil wir tatsächlich in wahrscheinlich 95% aller Fragen immer gegenteiliger Ansicht sind.
Und, also man kann sagen, ihr habt ja auch schon Sessionen mit einer Paartherapeutin öffentlich in der Galerie gemacht. Dürfen genau. wir das auch hier im Jelmoli erwarten? Ja, das ist dann ab Dezember sind wir jeden Freitagabend zur Paartherapie. Nein, wir machen seit 10 Jahren eine Paartherapie, wirklich so alle 2-3 Wochen. Das ist aber auch so vielleicht eher als Coaching zu verstehen. Mhm. Immer mit derselben Therapeutin oder habt ihr die gewechselt? Wir haben jedes Jahr eine neue. Nein, immer mit derselben. Ja. Ja. Genau. Und die Idee ist natürlich dahinter, weil wir uns wirklich sehr lieben und zusammenbleiben möchten und zusammenarbeiten möchten, brauchen wir jemanden, der uns ab und zu ein bisschen so Regieanweisungen gibt und hilft. Mhm. Und ich finde das halt eine super Präventionsmaßnahme in langfristigen Beziehungen, die auch so ein bisschen immer wieder zur Diskussion zu stellen. Und es ist unglaublich interessant, zusammen über sich zu reden mit einer Person, die von außen drauf schaut. Jetzt hast du fast noch Werbung gemacht für diese Paartherapie. Ja. Ja. Aber die hat keine Zeit. Wir sind hier im Jelmoli. Also. Nächstes Mal laden Sie sie auch ja, dazu das ist vielleicht ein. Eine Zukunft. Sie haben schon eine Schönheitsklinik. Vielleicht wäre dann noch ein Zimmer frei für unsere Paartherapeutin. Also finde ich sowieso, dass ein Warenhaus ja eigentlich, das ist ja wirklich ein Spielplatz. Da ist immer mehr möglich. Und ich glaube, Spielplatz, das muss auch aufgebrochen werden. Und ich glaube, dass Nina und Erhard und das ganze Team, die sind bereit dazu. Die machen so eine empirische Arbeit, die machen ja wirklich Unmögliches. Der Spielplatz ist jetzt gerade das Stichwort, weil wir haben jetzt von Nina und Erhard gehört, wie ihr den Betrieb ja auch hier stört quasi. Und du hast ja vorhin auch gesagt, 3 Wochen lang bist du jetzt vor Ort, jeden Tag und verkaufst auch selber. Das ist ja eigentlich auch eine Performance, kann man sagen. Du bist ja keine Verkäuferin in dem Sinne. Könnt ihr auch noch ein bisschen, ihr habt am Anfang schon ein bisschen davon gesprochen, Anekdoten und Reaktionen. Pascal, du kannst sicher auch noch uns erzählen, was das beliebteste Produkt ist, das schon ausverkauft wurde. Ja, das beliebteste Produkt ist das weiße T-Shirt von Söder. Wir haben übrigens versucht, alle Produkte aus nachhaltigen Produktionen, respektive Schweiz und Umgebung zu suchen. Und wir haben ein T-Shirt gehabt mit dem Aufdruck Glück, falsch geschrieben, anstatt CK ein G. Und das ist in einer, natürlich auch nicht in einer riesigen Auflage, das ist das andere Thema. Wir haben Auflagen von 20 bis 50 Stück und das ist jetzt ausverkauft. Und das ist natürlich schön, dass das Glück das gesuchteste Produkt ist. Aber ich muss dir widersprechen, weil sie ist sicher, du zählst zu den besten Verkäuferinnen im Moment. Ja, das ist, ich möchte gerne Mitarbeiter also des Monats und wirklich, werden. Du bist auf einem guten ich Weg Ich kann mir dazu. Das sehr gut vorstellen, dass Pascal hier begabt ist. Was man vielleicht auch noch mal zur Paarbeziehung sagen kann, Daniel ist ja als Verkäufer weniger vor Ort. Es soll ja möglichst viel umgesetzt werden, daher ist es tatsächlich besser. Ich habe mich angeboten, da den Shop da oben mit aufzubauen, den kleinen da hinten mit aufzubauen. Da hat sie gesagt, es wäre ihr viel hilfreicher, wenn ich gar nicht käme. Aber du bist zum Tor gekommen, das freut uns. Genau. Aber gibt es vielleicht ein spezielles Datum, wo du auch vor Ort sein wirst im Verkauf? Ja, das kann ich mir wenn schon... Wenn Sie mich verkaufen. Nein, das kann ich mir schon vorstellen. Also, ich finde, man müsste einen Tag zur Woche einführen, wo du auch einen halben Tag. So oder 2 Stunden vielleicht. So ein Donnerstag oder sowas wäre vielleicht gut. Also ich denke also diese Woche hat er es jetzt schon erledigt, somit. Das muss ich nicht sagen. Donnerstag. Aber jetzt auch noch mal eine Frage an Nina und Erhard. Hattet ihr auch etwas Angst vor dem Unbekannten? Man weiß ja, wenn man mit der Kunst arbeitet, oft nicht, was auf einen zukommt. Mhm. Gar nicht. Na, erstens einmal, weil sich wirklich das erste Zusammentreffen war schon so gut und wie sich das entwickelt hat, wir hatten das nie. Wir als Haus, du hast vorher vom Warenhaus und von Ware gesprochen. Wir sehen uns ja sowieso so, dass wir sagen, wir wollen das Warenhaus neu erfinden und eben mehr als nur Ware präsentieren nebeneinander. Wir wollen also, was Malcolm McLaren gesagt hat, dieses Shoppertainment. Das ist das, was wir wirklich ins Haus hereinbringen wollen. Das ist Shoppertainment, Infotainment. Wir wollen diese Plattform sein, wo eben sowas möglich ist. Und dazu haben wir auch in unser DNA, also in unseren Werten sagen wir ganz klar, wir wollen mutig sein. Und wenn man mutig ist, dann hat man
wenig Angst. Und wenn die kleine Angst, die tut man dann ein bisschen auf die Seite. Ja. Aber man muss mutig sein, muss sich auf Neues einlassen. Und was wir auch sagen in unserer DNA, wir wollen das spielerisch machen. Und deshalb war auch die Intervention und die Zusammenarbeit mit Pascal und Daniel jetzt besonders toll für uns, weil wir wirklich sehen, wie wir diese unsere Werte leben können und nach außen transportieren können auch. Und das ist was sehr was Schönes. Ja. Ja, das ist, du hast eigentlich meine nächste Frage schon fast beantwortet. Was? Also ich muss jetzt vielleicht doch noch was dazu sagen. Ja. Also als dann diese Installation mit diesen hellblauen Leggings da kamen. Da hattest du ein bisschen Angst. Da hatte ich also schon gedacht, okay, also diese meine da überall auf dem USM-Gestell und so. Aber das Lustige ist ja, jedermann fasst das an. Mhm. Jedermann kommt rein, entweder gibt es ein Foto davor oder die Leute fassen das an, als was ist das und so. Aber es ist dann sehr, 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 sehr gelungen. Ich finde, das ist auch typisch für Pascal, dieses Craften. Das sind ja Strümpfe, die ausgestopft sind. Und also eigentlich eine sehr einfache Idee, die aber sehr effektvoll dann auch rüberkommt. Ja, es ist wirklich so. Ich glaube, das ist der neue, der Epsilon-Virus klebt jetzt in den hellblauen Strümpfen, weil jeder hat das angefasst. Also das wird dann als Sondermüll entsorgt. Das ist total verrückt. Die Kinder klettern darin herum und auch die Hipster machen so ganz heimlich noch so. Und das soll auch so sein. Man soll das angreifen können und anfassen. Und das ist ja nicht zufällig. Also die das Bearbeiten dieses USM-Systems, das machen wir seit Jahren, haben das dann auch wieder etwas, ist oft wieder in den Hintergrund gerückt, weil jetzt offenbar das erste Mal da irgendwie jemand von USM überhaupt das zur Kenntnis nimmt. Ich mag mich erinnern. Aber das erste Mal jetzt? Jetzt. Also ich mag mich zwar erinnern, dass wir eingeladen wurden nach Münzingen, da in das tolle Büro, in das Werk von USM. Also ihr seid nicht von USM gesponsert mit anderen? Nein, überhaupt Sie nicht. Also Sie fürchten, glaube ich. Ja, nein. Jetzt. Sie haben jetzt Angst vor euch. Ja. Sie sind so wie Erhard mit den hellblauen Strümpfen. Ja. Aber jetzt ist so wie eine, also erstmals bei USM so wie eine Resonanz. Ja, also man muss sagen, wir haben in Museen schon ausgestellt, solche Installationen. Hat sie auch nicht so, das hat sie nicht interessiert, aber das ist ja wie, wir machen das erst seit 15 Jahren. Von daher sind wir natürlich sehr, da kann noch sehr viel passieren. Da hat es noch Spielraum. Genau. Ja. Ich wollte nur noch ganz kurz etwas, das ist mir total wichtig, was ich merke, wirklich bei diesem täglichen Kontakt, das ist einfach wirklich, und das ist ein bisschen meine Mission, die ist eher meine als deine, das ist die Lust, etwas den Leuten mitzugeben, dass Kunst ist, aber das zwischen 20 und 300 Franken kostet und nicht ein elitärer Anspruch hat, der schon aus dem Elfenbeinturm so weit weg ist, dass man irgendwie als normaler Mensch einfach nicht dran kommt. Es ist fantastisch, wie sich das Gespräch entwickelt, weil tatsächlich wollte ich auch Sie auf diesen Aspekt vorweg, zu sprechen kommen. Wie zu Hause. Ja. Kann ein Warenhaus eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllen in dem Sinne, also das Heranführen quasi an das Heilsversprechen der Kunst, die Idee, dass eben die ästhetische und intellektuelle Auseinandersetzung mit Kunst das Leben der Menschen bereichern kann und auch diese Idee der Demokratisierung der Kunst, wie du gesagt hast, jeder kann sich jetzt auch für wenig Geld ein bisschen Kunst kaufen. Und das führt mich eigentlich wieder zurück auf die Frage, was ist die Aufgabe eines Warenhauses heute? Wie seht ihr, wie muss ein Warenhaus heute sein und wie wird es in 5 oder in 10, in 15 Jahren sein? Wie seht ihr die Entwicklung? Also ich glaube wirklich, dass wir die Verantwortung haben, da Leute, unsere Kunden und oder auch Menschen, die uns besuchen, heranzubringen an das Thema Kunst. Und es ist schön, wenn dann wirklich jemand rausläuft und sagt, das ist mein erstes Stück Kunst, das ich gekauft habe, oder? Das ist berührend. Und ich glaube, als Warenhaus haben wir eine riesige Verantwortung in der heutigen Zeit, auch Aufklärung und Infotainment zu machen. Also wir die Themen wie Kunst, aber auch das Thema Sustainability, das Thema
Localization oder Local Partners, die Zusammenarbeit mit Kreativen aus der Modebranche. Wir arbeiten mit Mode Swiss zusammen, bieten ihnen eine Plattform bei uns im Haus. Das sind dann die Designer vor Ort und verkaufen, erklären ihre Ware und bringen so dieses Thema auch näher an den normalen Kunden, an unsere Besucher. Und wenn uns das gelingt, dann macht das extreme Freude. Das macht extreme Freude. Das ist jetzt nicht dann unbedingt jedes Mal monetär zu messen, dass man sagt, gut, da haben wir jetzt die tollen Umsätze gemacht. Aber um das geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass wir Leute immer wieder zu uns ins Geschäft, in den Jelmoli bringen, dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie überrascht werden, dass sie informiert werden, dass sie was Neues entdecken können und dann vielleicht beim nächsten Mal einkaufen. Und so sehen wir das Warenhaus. Und das ist eine Verantwortung, die geht weit über das hinaus, dass man nur die Lagerbestände natürlich optimal managt, die tollsten Brands. Hast du vielleicht auch eine Zukunftsvision, Vision ist ja immer ein schlechtes Wort, eine Zukunftsvorstellung, wie wird das Warenhaus oder wie könnte das Warenhaus in 5 oder in 10 Jahren aussehen? Ja, die Vision ist die, dass wir sagen, wir wollen das Warenhaus neu erfinden. Und genau was das jetzt heißt, welche Ausführung das ist, ist schwierig zu sagen. Aber was wir sagen, wir wollen nachhaltig unsere Kunden begeistern. Und nachhaltig bedeutet, wir müssen sie immer wieder inspirieren. Das Thema nachhaltig im Sinn von, es muss ein bleibender Eindruck sein, aber auch nachhaltig im Sinn von Nachhaltigkeit sein. Und wir wollen, und das ist etwas, das ist die größte Herausforderung, wir wollen jetzt nicht nur warten, was tut sich da draußen im Konsumentenverhalten, sondern wir wollen mitgestalten. Wir wollen also das Thema, Erhard hat es vorher erwähnt, verschiedenste neue Businessmodelle hereinbringen, wo es nicht nur darum geht, neue Ware zu verkaufen, sondern es geht darum, Ware pre-loved products zu verkaufen. Ja. Es geht darum, dass man das Thema Repair and Services aufbaut. Es geht um Rent-Thematiken. Es geht um wirklich den Ausbau von lokalen sustainable products. Und da denke ich, dass es eben vielleicht in 5 Jahren wird auch weniger Produkt auf der Fläche sein und mehr Platz sein für das Thema Begegnung, für das Thema Austausch. Also das denke ich. Aber wie genau das ausschaut, da sind wir jetzt im Team dran und die Intervention oder die Zusammenarbeit jetzt mit Pascal und Daniel ist eine Aktivität, die wir sicher auch ausbauen wollen in der Zukunft und mehr Raum geben wollen. Also eben, ihr habt erzählt, zum Beispiel von diesem Secondhand-Projekt Reawake, dass ihr jetzt seinen eigenen Ort hat. Da ist natürlich, stellt sich die Frage, wird Kunst in Zukunft permanent im Jelmoli zu finden sein? Nach diesem fulminanten Auftakt. Also die haben wirklich einen fulminanten Auftritt hier bei uns. Und, aber ich glaube, auf Österreichisch sagt man, sie legen die Latte hoch. Ja. Und zwar in jeder Hinsicht, in der Art der Zusammenarbeit, aber auch im Resultat, in den Produkten. Und das wollen wir natürlich gerne so ausbauen. Aber es soll wirklich, ich glaube, das, warum es so schön ist, ist, dass es wirklich ein Teil, ihr seid Teil unseres Hauses geworden, ihr seid ein Teil. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch in Zukunft Kunst haben. Aber nicht nur Kunst der Kunst wegen, sondern es muss wirklich, es muss natürlich schon auch im Kontext passen. Dann von meiner Seite, bevor wir auch Fragen aus dem Publikum gerne annehmen. Eine Frage für alle, was ist euer nächstes Projekt, Daniel und Pascal? Gibt es ein nächstes Projekt, über das ihr sprechen könnt? Nein, das gibt es jetzt gerade wirklich nicht. Also ich finde es auch gut, einmal so wie eine Pause zu machen. Wir haben jetzt intensiv an diesem Projekt gearbeitet, ein Jahr kann man sagen. Und ich finde das auch angenehm, jetzt etwas darüber nachzudenken, wie es weitergehen könnte. Ich möchte nur noch vielleicht 2 Sätze anschließen zu was Nina gesagt hat. Wir als Künstler hadert man ja natürlich ein wenig, jetzt ist in einer gewissen Ambivalenz jetzt Museum oder das Warenhaus. Und
so zur Befriedigung des eigenen Narzissmus steht natürlich vielleicht das Museum etwas im Vordergrund, aber für die Demokratisierung der Kunst, für die Idee steht natürlich das Warenhaus extrem im Vordergrund. Und das finden wir also wirklich großartig. Und auch so Pascal kommt oft am Abend nach Hause und sagt, oder erkennt so die Freude, dass man für 30 Franken sich einen Kunstgegenstand leisten kann. Das finde ich schon eine tolle Idee. Das also ich denke auch, wir mögen an dem auch weiter denken, weil ich hatte Begegnungen mit Menschen, die sagten, ja, vielen Dank, ich war noch nie in einem Museum und ich getraue mich nie in eine Galerie, weil das ist mir zu elitär oder ich habe Angst, dass ich da nicht reinpasse. Und jetzt habe ich auch einmal Kunst zu Hause. Und also das tönt jetzt vielleicht so ein bisschen, das ist echt etwas, was mich wirklich berührt, wo ich wirklich fast auch zu Tränen gerührt bin. Und ich finde, in der Musik haben wir ja das. In der Musik haben wir ja die Unterhaltungsmusik und wir haben die E-Musik und die klassische Musik. Wir können da wie unterscheiden und alles kann uns aber berühren. Und in der bildenden Kunst finde ich es immer ein bisschen schwieriger. Und ich finde, es kann schon auch so für uns ein zukünftiges Projekt sein. Und wird das auch eure Arbeit beeinflussen, Ich denke schon, unbedingt. Also das ist der erste Anfang. Also ihr könnt jetzt trotzdem noch ins It has only just begun, wie wir immer sagen. Genau. Aber vielleicht noch eine Frage auch an Nina und Erhard. Euer nächstes Projekt im Jelmoli, gibt es etwas, was ihr worüber berichten könnt? Ich habe jetzt gerade überlegt, was ich sagen soll. Also eigentlich habe ich ein Ferienprojekt nächste Woche im Engadin. Und ich bin froh, dass ich morgen alles auf die Reihe kriege, dass ich da wirklich in Urlaub gehen kann. Und dann haben wir ganz viele Umbauprojekte und Weihnachten steht vor der Tür. Also Weihnachten ist einfach für uns das größte Projekt, wo wir das ganze Jahr haben, wo wir wirklich 12 Monate im Voraus dran arbeiten. Ihr werdet sehen, wir werden wieder eine wunderbare Verkleidung von der ganzen Fassade haben. In der Vergangenheit konnten wir das jeweils innerhalb von 24 Stunden machen. Dieses Mal ist sie so aufwendig, dass wir 3 oder 4 Tage, haben. 3 Tage haben, um die Fassade zu verkleiden. Und wann passiert das genau? Das passiert, wenn Lucy ist, am 25. Weil ich habe heute die erste Weihnachtsdekoration in einem Schaufenster gesehen. Wirklich, ich war erstaunt und schockiert. Also die Schaufenster werden in der ersten Novemberwoche gemacht und die Fassade darf dann erst hochgehen. Mit Lucy, das ist für uns Vorbereitung. Und da freut man sich wirklich ein bisschen wie ein Kind, weil von jeder Tüte, die man produziert, die gesamten Flächen, die werden neu überdacht und da haben wir ein Visual Merchandising Team, das daran arbeitet, über Tag und Nacht tausende von Metern Teppich verlegt und Vorhänge aufhängt. Das ist unglaublich und das eigentlich für 2 Monate und dann ist Weihnachten wieder vorbei und dann ist man schon wieder in der nächsten Saison. Also, dann geht es wieder Skifahren ins Engadin. Genau. Aber das ist schon sehr sparkling. Also Weihnachten in so einem großen Haus in dieser Dimension ist was unglaublich Schönes. Jetzt habe ich von Weihnachten gesprochen. Gell? Nein, ich hätte genau das Gleiche gesagt. Also das vor uns liegende Projekt, das Wichtigste ist wirklich Weihnachten. Das, was bei uns unter der Christmas Factory läuft. Und das ist wirklich spannend und man merkt, wie da jeder einzelne Mitarbeiter mit jeder Faser eigentlich mitfiebert und sich freut auf diese Zeit. Das ist wunderbar und ja, du hast es schon gesagt, wir sind also im Neuerfinden des Warenhauses und da gehört natürlich auch dazu, dass man Flächen ständig umbaut, neue Restaurants, Bar macht. Für das nächste, was wir eröffnen, ist die Stiletto Bar in der Schuhabteilung. Ja. Das wird eine permanente Bar sein. Permanente Bar. Dann kommt die neue Streetwear-Abteilung mit einer Men's Bar, mit der Spot Bar. Das passiert jetzt noch vor Weihnachten und dann geht es los nächstes Jahr mit den nächsten Herrenwäsche, Damenmode. Also ständig. Wir sind ständig am Neuerfinden. Fantastisch. Ja. Dann würden wir jetzt auch Fragen aus dem Publikum nehmen. Hat jemand eine Frage an Daniel, Pascal oder Nina Erhard? Wir haben hier auch ein Mikrofon, das wir weitergeben können. Gibt es
Fragen, die nicht beantwortet wurden. Brennende Fragen. Also die Paartherapeuten-Fragen können dann auch später ein bisschen diskreter gestellt werden. Wir haben vergessen, ein paar Fake-Fragen noch zu organisieren. Ja. Ja. Warten alle auf das Essen. Warten alle auf das Essen. Ja, also ich würde sagen, wenn es keine Fragen gibt, dann sind die Protagonisten stehen zur Verfügung während des Aperos. Und sonst auch noch wirklich bis Ende Oktober. Exactly, bin ich jeden Tag bin ich Chef de Grimace im Parterre von 10 Uhr bis 20 Uhr. Und jederzeit gerne für und Erklärungen. Und der Pop-up hier auch nicht zu vergessen. Genau, die genau. Produkte können auch hier angefasst und probiert werden. Ja, und auch jede Form von Diskussion finde ich interessant und ist wie eine, hat einen Einfluss auf das weitere Schaffen letztlich. Und das war auch die Idee für den heutigen Abend, dass wir dann auch den Rest des Abends gemeinsam miteinander verbringen und diskutieren, genießen, trinken, essen und hoffentlich einen spannenden Austausch haben. Genau. Vielen Dank. Super, herzlichen Dank euch allen. Danke. 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 Thank you.